Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, Starts and More, was ist da eigentlich mit gemeint? Mal so ein kleines Resümee hier zu ziehen, wie man eigentlich seinen Clash of Clans Alltag verbringt, wie man hier vor allen Dingen die Errungenschaften erringt. Ich sehe gerade, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin jetzt schon Level 165, das liegt aber auch daran, dass man auch mit den Bauten aus dem anderen Dorf, aus dem Bauarbeiterdorf, die EP natürlich dazu bekommt und dementsprechend schnell geht man aber voran. Aber es liegt natürlich auch daran, ich bin schon wieder fünfstellig beim Spenden hier. Ich weiß gar nicht, warum ich in den Clan Wars aus bin. Aber die anderen Statistiken lassen sich sicherlich auch sehen. Ich denke mal, ja, so als ganz normaler RH10 eier ich hier rum. Aber wir wollen hier gleich wenigstens noch ein bisschen was dazu beitragen. Ich habe also 1,5 Milliarden Elex schon gesnaggelt. Habe fast 1,5 Mille Gold und ja gut, Siege, Trophys, die gehen dann halt erst hoch, wenn man die Trophys wieder hoch macht, aber so das meiste hat man eigentlich schon gemacht. Der Erfolg, der sicherlich noch lange auf sich warten lässt, ist der Verteidigung. Da habe ich erst 808, obwohl ich jetzt wirklich viel habe. Was ich aber auch habe, ich habe eine Viertelmillion Truppen gespendet, 251.476, das ist natürlich krass, das finde ich für mich persönlich sehr, sehr gut und ihr wisst, ich spiele mehraccountig, das heißt also, die anderen spenden ja auch immer noch ein bisschen was, also es ist schon eine ganze Menge, was ich hier auch an Spenden raushaue. Sicherlich wird der War Hero der nächste Erfolg werden, den ich fertig mache, jetzt mal abseits von den neuen hier unten. Denn die 1000 CK-Sterne, das ist erstmal mein nächstes extremes Ziel, was ich habe. Und aber ich habe gesehen, wir haben erst 1999 Sachen abgebaut hier in der Base. Hier haben wir es. Nice and Tidy heißt das hier in Englisch. Und mal gucken, ob das dazu zählt, hier die Gembox. Denn sonst müsste ich mich ja von einem von meinen schönen Bäumen trennen oder von den Halloween-Sachen. Oder gar von den Weihnachtsbäumen, das geht ja gar nicht. Ja, zumal gerade hier unten, hier oben in der Ecke, sind die ja echt schön gewachsen hier. Beziehungsweise schön gespawnt. Mir fehlt ja hier noch einer dazwischen. Aber wir werden vermutlich einen abbauen, nämlich den, weil der auch nicht ganz in der Ecke steht, also nicht ganz am Rand. Und mal gucken, ob das Ding dazu gezählt hat. Ja, hat er. Also, es sind nicht nur Büsche, Bäume und sonstige Geschichten, sondern es sind auch die Gemboxen hier, genau 2000 auf dem Kopf. Das ist natürlich super. Und ja, ich habe so ein bisschen auch rumgefarmt, ob es das gehört habe. So ein bisschen nicht jetzt zu den Statistiken, aber hier mal mit einer Armee, die ich ganz, ganz selten benutze. Aber ich wollte nochmal richtig was an Gold und Elex hier reinfarmen. Und hier aber auch vor allen Dingen am Dunklen, denn im Moment brauche ich das Dunkle ja nicht mehr für Hellen, sondern ausschließlich für ein paar Zauber. Und ich glaube noch, die Minions fehlen mir noch auf den nächsten Level jetzt, aber deswegen verspende ich auch sehr, sehr viel Dunkles zurzeit. Vor allen Dingen auch an meine RH9-Accounts, also die nehmen natürlich in den CKs sehr, sehr häufig Bowler mit im Gepäck in die Clanbogen mit rein und da gehen dann schon mal so 2.000, 5.000, 8.000 drauf pro Abend, pro CK-Abend. Und ja, das muss ich natürlich auch irgendwie mal wieder reinfarmen. Und das war aber noch hier in dem Golem-Event, also mit 2 Golem hier und 5 Bäcker hier durchgeeiert. Ah, das ist schon richtig krass. Das mache ich im Moment mit meinen RH9ern auch. Ich nehme 4 Bäcker und noch einen in der Clanburg. Dafür brauche ich keine Bowler und meine anderen Chars können auch mal wieder ein bisschen was spenden. Und mit Max Pecker, der eiert ja jetzt hier rum, da sehen wir ihn, er sieht ja doch noch ein bisschen anders aus. Ich bin ja noch weit davon entfernt, aber der Max Pecker hat natürlich gegenüber dem Level 3 Pecker 2 Schwerter, ja, und macht nochmal richtig Damage, was er raushaut. Hier springen die richtig schön über die Mauer, jawohl. Aber ich meine, diese Mauern machen die auch mit einem Schlag weg, das ist kein Thema. Aber ich denke mal, schöner Farmangriff hier, ich will mal nicht so hoch in der Liga kommen. Denn dann mopsen sie mir aber wieder was. Was ja auch nicht schlimm ist. Das werden wir gleich auch sehen. Auch da wundere ich mich so ein bisschen, muss ich sagen. Vielleicht kann das ja mal jemand erklären, warum das so ist. Denn die Wiederholungen
reichen in der Defense auf 2 Wochen, also 24 Tage. Und in der Offense sind das nur 2 Tage oder 3 Tage. Also wenn man hier immer in seinen Attack-Log reinschaut, dann kommt man hier nur so ein paar Tage zurück. Hier sind 2 Tage 15, mehr nicht. Und wenn ich aber in meinen Defense-Log gucke, dann könnt ihr jetzt mal schauen, mir wird auch echt wenig geklaut hier als RH10er. Also das ist jetzt 24 Tage her und ich mache das mal relativ behende und langsam. Ja, Pokale abdroppen, Leute ein bisschen was holen, vielleicht Truppen wegschmeißen oder so. Aber ihr seht selber, ich verliere wirklich, wirklich wenig. Das ist alles Gold- und Kristallbereich hier. Da ist natürlich jetzt nichts in Meister 2, 3 oder höher. Da würde ich sicherlich auch mehr verlieren. Hier habe ich tatsächlich mal ein bisschen mehr verloren, aber hier gucken wir mal. Ja, ein RH11 mit Max Lufttruppen. Trotzdem nur 69%, also vollkommen in Ordnung. Ein Stern, Rathaus nicht gekriegt. Hier mal ein bisschen was verloren. Ja, ein bisschen Gold, Silber. Alles nicht so tragisch. Und aber wirklich wenig verloren hier. Mein Attack-Log sieht da ganz, ganz anders aus. Klar, ich habe das Event gespielt. Ja, mit den Golems hier unten war es noch nicht. Aber ich glaube, ab hier vor allen Dingen die 3 Angriffe nur alleine mit den Golems. Hier habe ich mich vertan, habe ich leider doch wieder meine Farmarmee gebaut. Aber im Event hier richtig was weggesnaggelt hier. 8000 Dunkles oder so. Und jetzt geht das hier fröhlich weiter. Der letzte Angriff eben 600.000. Der war auch wirklich krank. Guckt euch das an hier. 1,4 Millionen an Gold und Elex und 4000 an Dunklen. So eine Base kann ich hier nicht stehen lassen. Die darf hier einfach nicht ungenutzt liegen bleiben. Und das Doofe ist, alles hinter Mauern. Ja, das war jetzt ein bisschen blöde. Ist natürlich nichts für meine kleine Farmarmee hier mit den Riesen, mit den vielen Kobolden. Aber ich habe gedacht, komm, alles rein hier. Und dann geht das hier ab durch die Base hier. Hab natürlich auch keinen Heilzauber, denn gerade hier, wo die Infernos ja ausgefallen sind, kannst du auch guten Heilzauber mal nutzen. Ich nehme aber nie einen mit. Denke ich auch nicht dran, dass ich hier mal immer auf so einen treffe. Ich meine, klar, man kann es drauf anlegen und immer so lange suchen, bis du so einen hast. Aber das mache ich nicht und ich lasse fast alles an Elex hier. Ist nicht so schlimm. Im Moment brauche ich Elex auch eh nur zum Mauern machen. Und deswegen ist mir das Gold hier schon ein bisschen wichtiger, denn da muss noch so ein bisschen bei mir an Defense hoch, obwohl es auch da in die letzten Züge geht, denn ich habe mich gestern so ein bisschen vertan bei meiner Folge. Ich hätte natürlich doch den zweiten Bombenturm schon anstoßen können, denn ich habe gar nicht drauf geachtet. Der lief zu der Zeit, wo ich meine Folge aufgenommen habe, nur noch 3 Stunden. Und da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass der auslief. Und wir schauen uns den gleich nochmal an. Ich finde den nämlich richtig, richtig schick. Auf den höchsten Level für Rathaus Level 9. Und natürlich habe ich den zweiten angestoßen. Ich hatte weit über 7 Millionen Gold und habe jetzt den zweiten dann auch schon im Bau. Also finde ich auch richtig nice. Richtig schöne Dorfpflege hier. Brauche hier hinten nur noch 5 Mauern. Dann bin ich hier auch Max. Aber wir wollten uns ja eben mal den Bombenturm angucken. Ah, ich finde den richtig cool. Auf Level, was ist hier, Level 4. Muss ich sagen, finde ich den richtig schick. Ich fand ihn aber auch den Level schon ganz schön. Aber hier nochmal das Design komplett an das RH mit angebunden. Und ja, das ist schon schick. Also RH10 Bases mag ich sowieso. Vom Design her, vom Aussehen der Truppen etc. 11 natürlich auch, gar keine Frage. Und dann haben wir hier, ja, ich habe leider noch 2 Bobs frei. Die nächste Giant Bomb läuft in 10 Stunden schon aus. Mal gucken, was wir machen. Sweeper mache ich auf jeden Fall nicht. Das heißt, diesmal wird es dann wirklich der kleine Mist hier werden. Also irgendeine Bombe, irgendeine Falle. Und ja, das sieht wirklich, also ich bin im Moment sehr, sehr zufrieden hier mit meiner Base. Und ich würde sagen, dass wir einen schönen Abschluss haben hier von der Folge. Ah nee, stimmt gar nicht. Stopp. Statistiken. Ja, ich habe mal ausgerechnet. Irgendeiner hatte mal gefragt. Ich weiß gar nicht, ob es in meinen Kommentaren war oder in einem meiner Livestreams. Weißt du eigentlich, wie viel Zeit es braucht, um einen RH10er komplett von den Forschungen her zu maxen? Nein, das weiß ich immer noch nicht. Aber ich weiß, wie lange ich noch brauche. Ich habe nämlich heute mal durchgerechnet, wie lange ich noch für alle Forschungen hier brauche. Das ist ja letztendlich die Zeit, die ich auch noch habe, um hier alle Mauern zu machen. Also alle Forschungen, die ich noch offen habe, dauern insgesamt des mit dem laufenden Giftzauber noch 157 Tage. Das heißt also 5,2 Monate circa bin ich noch hier RH10. Und so lange habe ich auch noch Zeit, meine Mauern zu machen. Und wir können einfach mal reingucken in ein
Dorf, was ich hier habe, um zu schauen, wie viele Mauern muss ich denn eigentlich noch machen. Ja, 139, also ich habe fast die Hälfte jetzt rum. 136 Elfer Mauern habe ich schon. 139 Stück muss ich noch in 157 Tagen machen. Das heißt also eine Mauer pro Tag. Ja, ist eigentlich, ja, ich hätte fast gesagt, ist drin. Manchmal farmst du natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen exzessiver. Dann machst du bestimmt 2-3 Mauern, je nachdem. Wenn ja erstmal meine Dev durch ist, dann habe ich ja auch das Gold komplett zur Verfügung, um meine Mauern weiterzumachen. Im Moment ist das ja nicht der Fall. Im Moment mache ich so gut wie nichts mit Gold, sondern fast ausschließlich mit Elex meine Mauern. Und ja, damit das so weitergeht, müssen wir natürlich noch ein bisschen weiterfahren. Ich suche mal einen knackigen Gegner hier. In der Regel kriege ich den relativ schnell hier unten in Kristall 3. Denn so dolle sind die hier ja doch nicht, die Gegner. Ihr habt das ja gesehen, wenn ich da mal so einen erwische. Also der mit 1,4 Millionen, wo ich so viel Elex liegen lassen habe, ja, der geht mir schon schlecht ab. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber was willst du machen? Ich habe nur 12 Mauerbrecher dabei und die wären auch nicht wirklich weit gekommen dann hinter den Mauern. Da muss man immer ein bisschen abwägen. Also, ja, ich brauche gar keinen Cut machen. Wir nehmen den hier und zwar genau mit der gleichen Taktik. Was habe ich denn hier drin? Oh, ein Golem. Ja, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mit, auch ruhig mit dem Golem hier und dem Loon. Das macht nicht 300.000 von beiden für meine billige Truppe hier. Das ist absolut in Ordnung. Und ich würde sagen, wir verschleudern hier links alle unsere Riesen. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass da irgend so ein Tesla rauskommt. Aber alles kein Thema hier für die Level 7 Riesen. Die rocken echt. Und ich versuche jetzt mal relativ früh schon mal meinen Sprung zu bringen. Mal gucken, wo die Mauerbrecher hier noch hinrennen. Da rennen die hin, dann hauen wir hier mal den Sprung raus. Und okay, jetzt sind schon recht viele Riesen hier gestorben. Aber mal gucken, wo er hier hingeht. Denn der Dicke muss in die Base rein. Und dann müssen wir natürlich jetzt auch mal so ein bisschen jetzt hier unsere Jungs nachziehen. Nicht alle, aber einige. Hier giften wir, glaube ich, ein bisschen die Königin, dass die so ein bisschen abgeht hier. Beziehungsweise nicht so viel Schaden macht. So, ein paar muss ich mir leider noch aufsparen. Mal schauen, hier ist, da ist der Golem, dann hauen wir hier mal einen Sprung rein, dann kann der einfach da weiterspringen. Und dann machen wir hier außen noch die paar Lager. Hier haben wir noch ein bisschen was zu machen. Ja, das ist jetzt ein R9er, der nichts hat. Da spare ich meine Helden, spare meine restlichen Zauber und habe dann auch nicht so viel ausgegeben. So komme ich halt auch voran. Meine Armee dauert ja auch nicht wirklich lange. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich einen Golem in der CB habe. Aber wenn ich ihn schon habe, dann nehme ich ihn auch. Dann spare ich mir den nicht auf. Der defendet ja dann doch eher gut gegen Erdtruppen. Und wenn da mal einer mit Luft kommt. Klar mache ich jetzt Pokale. Aber im nächsten Wurf verliere ich die auch wieder. Also 32. Ich hoffe, ich komme noch nicht höher. Nein, ich komme noch nicht höher. Das sieht echt super aus. Fordere auch gleich wieder an. Ich nehme ja immer gerne irgendwas und Sonstiges. Hier fehlt mir allerdings jetzt, ja, das ist wieder das leidige Thema hier. Hier fehlt mir ein Sprungzauber. Ja, eigentlich ist es egal. Nehme ich halt mal 3 Wut. Ich lasse das hier einfach mal nachkommen. Aber ich nehme immer gerne 2 Sprung, 2 Wut, ein Fries mit. Und habe allerdings hier einen gegiftet gehabt. Der muss da weg. Und dann nehmen wir gleich wieder im Quick Train. Kein Thema hier. So geht das echt gut voran hier. 15 Minuten King wieder am Start. Ja, läuft bei mir, würde ich sagen. Und Statistik gesehen, ja, haben wir mal ein bisschen was gehört. War mal eine andere Folge. Ich hoffe, die hat euch trotzdem gefallen bei lockeren 34 Grad, die wir hier draußen hier haben. Echt schöner Tag hier. Leider müssen wir auch alle arbeiten. Und ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns in dieser Woche noch wieder öfter, wenn der Tote wieder löscht.